Muss man wissen, ne? Von wegen. Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag. Ich habe es fast nicht geschafft. Ich bin auf den letzten 150 Metern, war ich völlig lost vor dem Tor 2 der Alstom-Werke und musste ein Rescue-Team anfordern und habe jetzt auch die Gewissheit, dass Twitter auch zu was gut ist. Es hat nämlich geklappt. Das fand ich schon mal sehr gut. Und das ist natürlich schon fast der Einstieg, ne? So ein Anwalt, der findet noch nicht mal hier den Eingang. Aber es ist wirklich etwas verwirrend. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu dem kleinen Vortrag Strafverteidiger, die eigentlichen Trolle. Ich muss zugeben, dass ich die Einladung eigentlich zuerst falsch gelesen hatte. Ich dachte, die Einladung heißt zu dem Thema Staatsanwälte, die eigentlichen Trolle in unserer Justiz. Das hätte Spaß gemacht, ja. Später bei der Vorbereitung habe ich dann erkannt, ich soll hier meinen eigenen Berufsstand und mich als Troll outen. Aber keine Sorge, würde ich mal sagen, das wird uns wahrscheinlich auch einigermaßen gelingen. Also, kleiner Irrtum hat mich hingeführt, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch unter Strafverteidigern genug Trolle. Ich bin wahrscheinlich in irgendeiner Form auch einer. Vielleicht können wir das ja auch in irgendeiner gemeinsam rausarbeiten, wenn jemand Fragen und Anregungen hat oder Zwischenbemerkungen machen möchte, die sind immer herzlich willkommen. Also ich möchte hier nicht unbedingt jetzt 45 Minuten einen Monolog halten. Also wenn ihr was sagen wollt in diesem ja doch überschaubaren und persönlichen Kreis, dann zögert bitte nicht, das zu tun. wo bin ich denn hier? Entschuldigung, ich bin etwas... Ich glaube, ich habe heute den letzten Hitzschlag des Jahres mitbekommen, als ich da auf weiter Flur vor diesem Tor 2 da in der Sonne gestanden habe. Aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Die Aufgabe eines Strafverteidigers innerhalb der Justiz wird natürlich in der Öffentlichkeit immer sehr zwiespältig wahrgenommen. Um mal eines vorwegzunehmen, ein Strafverteidiger ist natürlich... oder faktisch ein Komplize des Beschuldigten. Wenn man diesen Beruf ergreifen will, muss man sich klar darüber sein, dass das einfach die Realität ist, dass man eben versucht, jemanden zu helfen, der in den Augen der weitaus meisten Menschen, insbesondere auch des sogenannten Stammtisches, halt es eigentlich aus Sicht vieler Leute nicht verdient hat, dass ihm geholfen wird. Um ein weiteres vorwegzunehmen, das ist allerdings nicht so dramatisch, wenn man es wirklich macht, den Job des Strafverteidigers, weil, das sehen viele Leute nicht, deswegen erkläre ich es auch mal gerne, unabhängig von Troll oder nicht, ein Strafverteidiger nicht verpflichtet ist, innerlich, also was seine persönliche Meinung angeht, mit einem Beschuldigten oder möglichen Straftäter zu sympathisieren. Das bedeutet, ich habe, wenn ich auch, was ich tue, Mörder, Kinderschänder, Linke, Rechte, Raubkopierer, die schwersten Verbrecher überhaupt verteidige, dann bedeutet das nicht, dass ich zu diesen Menschen nicht möglicherweise eine eigene Meinung habe, sondern natürlich habe ich das Recht und das tue ich auch, diese Meinung zu haben, aber das Wichtige ist eben, und das ist dann eher fast antitrollmäßig. Ich glaube, wenn man ein Troll wäre, würde man sich vielleicht davon beeinflussen lassen, sich eben nicht davon beeinflussen zu lassen, dass man hier es mit Menschen zu tun hat, die eben, wie das Gesetz ja auch sagt, Schuld möglicherweise auf sich geladen haben. Das fällt bei gewissen Delikten nicht immer leicht. So, ich habe es gerade erwähnt, Sexualstraftaten, Tötungsdelikte, politisch motivierte Kriminalität, egal aus welcher Richtung sie jetzt kommt. All das verlangt dann eben von mir als Verteidiger, dass ich das ausblende. Könnte man sagen, wie geht das? Persönlichkeitsspaltung, Schizophrenie, was auch immer. Aber mir hat es damals geholfen, als ich das Beispiel mit dem Arzt gehört habe. Wenn zum Beispiel nach einem Mord der mögliche Täter in die Ambulanz des Krankenhauses eingeliefert wird, dann sollte ja der diensthabende Arzt auch nicht unbedingt überlegen, ob er den Patienten vielleicht sterben lässt, auch wenn das vielleicht möglicherweise gar nicht auffällt, sondern er wird natürlich, und ich glaube, das erwarten wir von ihm, auch die Regeln seiner Kunst sozusagen anwenden, selbst wenn er privat
nicht so eine wahnsinnig positive Meinung über diesen sicherlich nur einen Verdächtigen hat, aber es mag ja sonnenklar sein, dass das derjenige gewesen ist. Diese Parallele hilft einem natürlich auch, sich etwas der Rolle eines Verteidigers zu nähern. Und bevor wir uns mit den Trollen unter den Strafverteidigern beschäftigen, vielleicht einige erklärende Worte dazu, was es eigentlich bedeutet, als Strafverteidiger zum Beispiel in Deutschland tätig zu sein. Das ist jetzt nicht irgendwie nur, sag ich mal, von der gesetzlichen Definition her ein Job, wo man vielleicht leidlich gut verdient und viel rumkommt und relativ viel Freiheit genießt, was die Arbeitszeiten angeht. Die beginnen meistens ohnehin immer zwangsläufig um 9 Uhr morgens irgendwo in Bielefeld. Ja, das ist immer sehr schön, da anzureisen. Sondern das ist wirklich teilweise unangenehm, gerade weil, das vielleicht zum Hintergrund, der Job des Strafverteidigers, zumindest für die, die das wirklich fast zu 100% machen, zu einem Tourneezirkus geworden ist. Ja, früher war das so, da gab es den örtlich tätigen, örtlich und regional tätigen Strafverteidiger und es gab Rolf Bossi. Ja, Rolf Bossi war in der ganzen Republik unterwegs und alle anderen nur in ihrem Sprengel. Das hat sich geändert, also zumindest in den Kreisen der Strafverteidiger, die das wirklich ernsthaft betreiben, so dass man also gar nicht mehr davon reden kann, so richtig, komme später nochmal dazu, ich bin an meinem Heimatgericht tätig, ja, also immer praktisch 80% der Sachen, für mich wäre das dann Düsseldorf, Ratingen, Duisburg, vielleicht Dortmund, ja, das sind 70 Kilometer, das wäre schon fast eine Dienstreise, ne, wäre schon weit weg, das ist nicht mehr so, sondern das heißt eben heute, wie gesagt, heute Bielefeld und morgen Mannheim, ja, das ist einfach nicht zu vermeiden, ist aber auch ganz witzig. Aber diese staatlich definierte Rolle ist eben über diese Parallele relativ gut zu erfassen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass so ein Beschuldigter ganz alleine steht. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel, was ein typischer Fall ist, gestern zum Glück nicht passiert ist, also es gab vorgestern einen neuen Fall, aber der ist zum Glück nicht verhaftet worden, wäre etwas schlecht gewesen in den Schlagzeilen. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Beschuldigte in so einer Situation in der Regel alleine ist, weil zum Beispiel Festnahmen ja nicht nur sozusagen an seiner privaten Existenz zehren, ja, also man kommt da natürlich in Umbruchsituationen, also aktueller Fall von vor 1-2 Monaten, da ist ein ehrbarer Familienvater, den ich dann jetzt verteidige, ist freitags nachmittags festgenommen worden, wegen fortgesetzten Kindesmissbrauchs eines Nachbarkindes. Ja, das ist natürlich dann eine Situation, alleine vom Vorwurf her, die dazu führt, dass die Ehefrau wahrscheinlich erstmal nicht so schnell einen Besuchsschein beantragt, ja, oder keine Zigaretten ins Gefängnis schickt und ähnliche Dinge. Ja, das hat also eine sehr schwerwiegende persönliche Belastung mit sich, da brechen viele Brücken ab. Und natürlich die Haftsituation, wenn man in Untersuchungshaft kommt, mir ist es zum Glück bisher erspart geblieben, wobei die Betonung auch bisher liegt. Es gibt immer wieder mal so Dinge, wo man so denkt, oh Gott, geht das noch gut? Also nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich natürlich dann das Gefühl habe, dass mir jemand was Böses will, weil er vielleicht sich von mir auf den Schlips getreten fühlt. Diese Rolle, diese Untersuchungshaft ist eine extrem unangenehme Sache, ja. Egal, ob man selber ein Troll ist oder nicht, das muss man erstmal verpacken, wenn man aus einem quasi bürgerlichen Leben oder einer Existenz in Freiheit plötzlich nur noch auf 7 oder 8 Quadratmetern zurechtkommen muss und zum Beispiel auf Twitter zu verzichten hat oder Facebook nicht mehr aufrufen kann. Das ist übrigens einer der wenigen Punkte, die viele Leute, die inhaftiert werden, erstmal als total befreiend empfinden. Ja, bei den ersten Besuchen, die ich mache, meistens ist immer so eine der wenigen Sachen, wisst ihr, das ist diese Ruhe, die tut eigentlich mal ganz gut. Ja, und jetzt diese ganzen Facebook-Streitereien und was weiß ich über Twitter, diese ganzen Shitstorms und so, das ist dann doch etwas entfernt. Ja, also viele freuen sich dann zumindest, sind in der Lage, das Positive zu sehen und zu sagen, ich habe mal diesen ganzen elektronischen Kommunikationskram nicht mehr am Hals. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass sie trotzdem gerne raus möchten. Ja, und zwar aus gutem Grund, nämlich
auch wenn man inhaftiert wird, muss man sich klar darüber sein, die Verteidigungsmöglichkeiten sind natürlich total eingeschränkt. Wenn ich draußen bin, recherchieren kann, selber mich drum kümmern kann, ist das was ganz anderes, als wenn ich in so eine Zelle reinkomme und dann ausgeliefert bin, dieser Unfreiheit und auch dieser Unfähigkeit, selbst zu handeln. Und da kommt wieder der Verteidiger ins Spiel, in seiner Rolle, die er hat, nämlich, dass er sozusagen derjenige ist, der dem Angeschuldigten oder Beschuldigten in dieser Situation da zur Seite steht. Er soll also jemand an seiner Seite haben, das will der Staat so, der die Spielregeln kennt, das Spiel zugunsten des Beschuldigten mitspielt. Und das sind so Dinge, wenn man sich das klar macht, um die Rolle des Verteidigers mal ein bisschen näher zu beleuchten, das sind so Dinge, die machen einen Rechtsstaat im Prinzip erst aus. Ja, der Rechtsstaat erweist sich immer dann in seiner Qualität, wenn es eben um die Leute geht, die man sozusagen einfach einnorden könnte. Ja, und das Element des Rechtsstaates bei uns im strafrechtlichen Bereich ist eben der Anspruch darauf, dass man zum Beispiel, wenn man inhaftiert wird, einen Verteidiger bekommt, weil man soll nicht alleine stehen. Wie sich überhaupt die Qualität des Staatswesens meistens daran definiert, wie der Staat mit denen umgeht, auf die man geneigt ist, herabzusehen. Ja, das erleben wir, denke ich, auch zunehmend in unserer Gesellschaft, wenn man sieht, wie hysterisch teilweise über andere Bevölkerungsgruppen oder Interessengruppen hergezogen wird und wie viele Gruppen der Gesellschaft mittlerweile auch, ich sag mal so, aus einer sozialen Arroganz auf andere herabsehen. Ja, sind interessanterweise dann meistens jene, die ohnehin auch selber irgendwo vom Abstieg bedroht sind. Aber das ist möglicherweise auch so ein politischer Mechanismus, über den ich jetzt gar nichts weiter sagen will. Aber die Rolle des Verteidigers ist dann eben, für denjenigen da zu sein, der alleine steht. Ja, das hört sich jetzt sehr melodramatisch an, ist aber ein guter Schlüssel zu der Rolle des Verteidigers. Es geht also nicht unbedingt darum, dass der Verteidiger jetzt da wie Petrocelli immer im letzten Augenblick den Alibi-Zeugen in den Gerichtssaal zerren lässt, ja, also kurz bevor der Richter das Urteil verkünden möchte. Es geht darum, dass er jemanden hat, der ihm zur Seite steht, und zwar hinsichtlich jetzt nicht unbedingt Freispruch, ja oder nein, sondern hinsichtlich der Einhaltung der Verfahrensrechte, ja. Viele Leute wissen eben gar nicht, wie das ist. Was gibt es für Verfahrensrechte? Zum Beispiel die Frage, ist jemand ordnungsgemäß belehrt worden? Ist er darüber informiert worden, dass er zum Beispiel eine DNA-Probe nicht auf Anordnung der Polizei abgeben muss, weil die Polizei das gar nicht anordnen kann? Das darf nur ein Richter machen. Die Polizei darf eine DNA-Probe nur von euch und von jedem anderen verlangen, wenn ihr freiwillig dazu stimmt. Das heißt, da müsst ihr unterschreiben. Ja, übrigens ein kleiner Tipp von mir, das wird immer wieder versucht, wenn man mal so mit der Polizei jetzt in Kontakt kommt. Gerade als ich in Mannheim angekommen bin, da ging so eine Indekt-Demo oder Aktionstag Indekt oder so, ging los. Und wenn das da vielleicht irgendwie ein bisschen Kabeleien gibt, obwohl die Polizei sich sehr freundlich mit den Demonstranten da unterhalten hat, dann auf der Wache ist eine Vernehmung und dann heißt es heute immer direkt: Können wir mal deine DNA haben, ja? Und dann sagt man, ja, wie, ja, ja. Wenn du das nicht freiwillig machst, dann ordnet der Richter das sowieso an. Also mach mal lieber. Na, da wird so die Unterschrift quasi hintenrum erschwindelt. Davor kann ich euch nur sehr warnen, weil wenn ihr einmal unterschrieben habt, dann hängt er darauf fest, dann ist eure DNA für den Rest eures Lebens in Wiesbaden gespeichert. Und das ist nicht dem Thema des heutigen Tages, aber ich hätte das persönlich nicht so wahnsinnig gerne. Ja, gerne. Nee, das ist ja, die Polizei versucht ja mittlerweile nicht nur bei Mördern die DNA zu bekommen, sondern wenn du zum Beispiel bei DM einen Deo-Stick geklaut hast oder sowas, ja, dann wird heutzutage bei Jugendlichen fast immer versucht, eine DNA-Probe zu kommen, weil die eben mittlerweile Spaß dran gefunden haben, diese Zentralkartei in Wiesbaden aufzufüllen. Und ja, theoretisch ist es möglich, dass du das wieder löschen lässt, indem du dein Einverständnis widerrufst, ja. Aber das ist ein sehr schwieriger Weg und meine Erfahrung zeigt, das wird dann teilweise auch nicht gelöscht. Ja? Wie bitte? So ist es. Ich hab das mal erfahren, also als kleiner Schlenker, was diese Speicherung angeht. Ich habe mal einen Gerichtsbeschluss erwirkt, in dem seine DNA-Untersuchung, die das Amtsgericht angeordnet hatte, vom Landgericht für unwirksam erklärt worden ist. Ja? Gab einen Beschluss, die DNA-Probe war unwirksam, die Speicherung
in der Wiesbadener Zentralkartei wird für unzulässig erklärt. Das war ganz interessant. Dann kriegt man ja diesen Beschluss und dann denkt man, das ist so erledigt. Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Nur mein Mandant, der war schlauer als ich, wie viele meiner Mandanten natürlich, und der war schlauer als ich. Typisches Trollverhalten, also viel zu viel Vertrauen in den Staat. Der sagte zu mir, Herr Vetter, was ist jetzt eigentlich? Woher weiß ich denn, dass das gelöscht ist? Ja. Und dann habe ich mal da bei der Staatsanwaltschaft angerufen und dann war da schon ein großes Unverständnis, was ich denn da so will und so. Ja, ich sag, das Landgericht hat das für unzulässig erklärt. Haben Sie denn als Vollstreckungsbehörde die Löschung veranlasst? Wieso wir? Ja. Habe ich beim Landeskriminalamt angerufen, haben Sie die Löschung veranlasst? Wieso wir? Ja, wir wissen doch von dem Beschluss gar nichts. Und das führte dann zu der wirklich etwas komischen Erkenntnis, dass wenn man so einen Beschluss, in dem ein Landgericht die Unzulässigkeit anordnet, bekommt, sich selbst darum kümmern muss, dass der Staat das, was das Gericht angeordnet hat, auch umsetzt. Weil es gibt da keine Löschroutine oder sowas. Ne? Und das Zweite, was du oder sie sagen, ist auch richtig. Man hat natürlich nie und nimmer irgendeinen Beleg dafür, dass es tatsächlich gelöscht ist. Weil, das braucht man nur mal mit Polizeibeamten zu sprechen, viele der polizeilichen Systeme eine Löschroutine überhaupt nicht kennen. Ja? Also die Fahndungskomputer, die in Streifenwagen sind oder so, da gibt es höchstens in vielen Bundesländern die Möglichkeit, Daten zu speichern. Sperren, ja, aber die sind natürlich nach wie vor vorhanden. Und es gibt da so die Geschichte, glaube ich, von dem Mörder von Walter Sedlmayr oder so oder dem anderen Schauspieler, der da oder Münchner Lokalstar, der da gestorben ist, ermordet worden ist. Da ist der Mörder ja deswegen überführt worden, weil der mal im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens freiwillig eine DNA-Probe abgegeben hat, die an sich zu dem Zeitpunkt, als er den Mord begangen hat schon längst gelöscht hätte sein müssen. Und die Polizei hatte die noch und hat die halt auch mit untersucht und hat dann den Treffer gehabt. Kann man natürlich sagen, die Gerechtigkeit hat gesiegt, aber richtig ist das natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht nicht. Also man muss immer ein bisschen differenzieren zwischen dem Einzelfall, wo man vielleicht sagt, ja super, letztendlich ist ja ein Mörder überführt worden, und der Frage, wozu haben wir solche Verfahrensrechte, wenn die dann nicht eingehalten werden. Also die Anmerkung ist genau richtig. Der Staat bemüht sich darum, möglichst viele Daten, insbesondere DNA, erkennungsdienstliche Behandlungsdaten und so weiter zu bekommen, aber er hat wenig Lust dazu, sie dann zu löschen. Also ich mache das seitdem immer wieder, wenn ich solche Beschlüsse erwirke, dass ich auch darauf dränge, dass ich dann vom Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Landeskriminalamtes eine schriftliche Bestätigung bekomme, dass die Daten gelöscht sind. Überprüfen kann ich es trotzdem nicht. Kann ja nicht da, die lassen mich ja nicht in den Computer gucken. Und selbst wenn sie es ließen... Kann man sehen, ne? Was? Die Löschung kann man nicht sehen. Ja, meine ich ja. Ja. Kann ja nicht jetzt... Also... Kurze Frage. Ja. Jetzt mal angenommen, also der Datenschutzbeauftragte bestätigt das und dann kommt halt doch irgendwo raus, weil jemand erwischt wird, dass es doch nicht gelöscht war. Was wären denn eigentlich die Konsequenzen für zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten oder die Ermittlungen? Ja, oh, danke für diese Frage. Es könnte fast, klingt so, als hätten wir sie abgesprochen, weil mich das zu meinem Lieblingsthema führt. Aber ich kann mal grob wiederholen, weil ich glaube, es wird aufgezeichnet. Die Frage lautet, welche Konsequenzen haben zum Beispiel so ein Datenschutzbeauftragter bei der Polizei zu fürchten oder andere Bedienstete wie Richter und Staatsanwälte, wenn sie missbauen? Ich sag's jetzt mal so. Ja, das ist eine der großen Schwächen unseres Justizsystems, dass zum Beispiel Polizeibeamte oder Staatsanwälte so viel missbauen können, wie sie wollen. Es hat nie praktische Auswirkungen. Natürlich ist es so, wenn ein Polizeibeamter, ich hatte mal den Fall, das ist aber schon 15 Jahre her, da hat ein Polizeibeamter zusammen mit seinem Kollegen, dem neuen Freund seiner ehemaligen Verlobten, 2 Kilogramm Heroin in den Kofferraum gelegt und ihn dann bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Ja. War großes Thema. Das kam auch nur deswegen raus, weil dieser andere Kollege, der da anfangs nicht mitgemacht hat, kalte Füße bekommen hat. Ne? Weil der merkte dann, also da kriegt er da irgendwie 7, 8 Jahre für die 2 Kilogramm. Und irgendwie hat das auch keiner so richtig geglaubt, weil das halt ein ehrbarer Mann, also jetzt unbescholtener Bürger gewesen ist, der eigentlich da überhaupt nicht in der Richtung auffällig ist, hat da kalte Füße bekommen. Die beiden sind natürlich rausgeflogen. Ja? Die haben jeweils selber mehr als ein Jahr Freistrafe bekommen, wurden entlassen. Aber mein anderes Beispiel, wenn die Polizei zum Beispiel ohne Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig bei euch durchsucht, ja,
Wir haben ja jetzt so aktuelle Fälle, wie da wird wegen 2 Gramm Gras, ja, kommen dann 5 Beamte und nehmen ein ganzes Anwesen auseinander und gucken überall in die Ecken, ja. Also bekämpfen sozusagen die Schwerkriminalität in unserem Land, ja. Bekanntlich sind die Privatkiffer ja die größte Bedrohung überhaupt. Da wird unheimlich viel Ressourcen reingepowert. Das ist rechtswidrig, ja. Das führt aber jetzt nicht dazu, wenn ein Gericht dann feststellt, die Durchsuchung war rechtswidrig, dass der Polizeibeamte dann irgendwie das Urlaubsgeld gekürzt kriegt oder vielleicht beim dritten Mal den Schaden, den er angerichtet hat, selbst bezahlen muss oder vielleicht eine Gehaltskürzung kriegt oder vielleicht nicht befördert wird. Nö, das erfährt die Polizei in der Regel gar nicht, wenn das irgendwann im Urteil steht, weil für die ist der Fall dann längst abgeschlossen. Und Gleiches gilt eben auch für Staatsanwälte. Ja, das ist sozusagen wirklich nicht trollig, sondern drollig in unserer Republik, dass also Rechtsverstöße nicht geahndet werden. Und das ganze Problem dahinter ist, dass zum Beispiel die Beweisergebnisse, die bei einer solchen rechtswidrigen Durchsuchung gewonnen wurden, also bei euch wird rechtswidrig durchsucht und es werden 3 Gramm Gras sichergestellt, dann habt ihr zwar die Bestätigung vom Gericht, es war rechtswidrig, aber das Gericht, das euch dann verurteilt wegen der Anklage, sagt ja, bloß weil das rechtswidrig gewesen ist, die Beweisfindung führt das noch nicht zu einem Beweisverwertungsverbot. Anders als in den USA ist es eben bei uns so, dass auch rechtswidrig gewonnene Beweise verwertet werden dürfen. Und das ist natürlich, die Problematik liegt auf der Hand. Das ist ungefähr so, wie wenn man im Schiedsrichter beim Fußballspiel als einzigen erlaubt, den Leuten Beinchen zu stellen. Ja, da kommt auch nichts bei rum. Und die Motivation für Staatsanwälte, Polizisten, sich an die Spielregeln zum Beispiel der Strafprozessordnung zu halten, ich mache den Job jetzt fast 20 Jahre, die erodiert von Monat zu Monat immer mehr, weil immer mehr halt wirklich zu der Überzeugung kommen, auch ein bisschen durch den öffentlichen Druck, das Ergebnis heiligt die Mittel. Ja? Und das ist die Problematik, die wir in Deutschland haben, dass wir keine Beweisverwertungsverbote haben. Also ich plädiere seit Jahren und werde das auch weitermachen, wie viele andere Strafverteidiger auch, dafür, dass, wenn rechtswidrige Handlungen bei den Ermittlungen stattgefunden haben, es zu einem Verwertungsverbot kommen muss. Einfach nicht, um jetzt den Beschuldigten rauszuhauen. Das mag im Einzelfall dann vielleicht nicht so lustig sein, weil ja die Gerechtigkeit an sich seine Verurteilung fordern würde. Aber um die Beteiligten anzuhalten, die Spielregeln zu beachten. Das ist ungefähr die einzige Position, die man haben kann in unserer Republik. Also ich übertrage das mal auf Angestellte. Wenn ihr in einer Spedition arbeitet oder im Unternehmen und ihr versemmelt zum dritten Mal irgendeinen Auftrag, ja, dann sagt der Chef irgendwann, wenn das jetzt nicht läuft, gibt es eine Abmahnung oder es gibt eine Kündigung. Im öffentlichen Dienst, gerade bei den Strafverfolgern, ist es so, ja, Gott, wir haben ja die Beweise, das Gericht hat sie verwertet, ist doch alles gut. Ja? Also dieser Anreiz, sich mal an die Spielregeln zu halten, ist praktisch gleich null und das ist wirklich bedauerlich. Oder wenn man nicht das Beweisverwertungsverbot annehmen will, dann bin ich der Meinung, da mache ich mich immer sehr beliebt bei Richtern und Staatsanwälten, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, da müssen die wenigstens persönliche Konsequenzen spüren. Wie du als Arbeitnehmer vielleicht, dass der Chef sagt, nochmal, ja? Oder da müssen sie vielleicht mal dieses Jahr aufs Urlaubsgeld verzichten oder was auch immer, ob das jetzt arbeitsrechtlich in Ordnung ist. Oder der sagt, nee, jetzt machst du eben hier nicht mehr den Auftrag X, den tollen, sondern machst du wieder irgendwie Archiv oder so, ja? Und also entweder personell oder gehaltsmäßig oder von mir aus bei einer, mit einer Beförderungssperre, es muss irgendeine Sanktion spürbar sein. Frage dazu, ja. Da gab es ja diesen Entführung von so einem Sohn in Frankfurt. Ja. Und da wurde ja unter Androhung von Folter und Ähnlichem dann Beweise erwirkt. Das waren aber ganz schöne Konsequenzen dann für diejenigen, die das verantwortet haben. Ja. Ja. Was ist jetzt dran, dass es so ein großes mediales Interesse ja, hat? Also, das ist richtig. Also, wenn ich das jetzt hier so darstelle, spreche ich über die alltäglichen Fälle, bei denen die Spielregeln sozusagen im sozialverträglichen Rahmen überschritten werden. Ja? Also, wo es keinen Durchsuchungsbeschluss für eine Durchsuchung gab, wo mal vergessen wurde, darauf hinzuweisen, dass die DNA-Probe freiwillig ist und nicht erzwungen werden kann, ohne richterlichen Beschluss, wo vielleicht ein bisschen getrickst worden ist. Der beliebteste Trick ist ja immer, wenn 2 Leute festgenommen werden. Ja, die sitzen dann in unterschiedlichen Zimmern und werden von unterschiedlichen Kriminalbeamten bearbeitet. Und der eine Beamte im Zimmer A sagt zu dem in Zimmer A, ja,
du musst jetzt schnell gestehen, dein Kumpel B in Zimmer B gesteht jetzt auch. Und wenn du der Zweite bist, dann kriegst du keine Strafmilderung. In Wirklichkeit sitzt der B in dem Zimmer und macht so, ne, und sagt, ich kenne meine Rechte, bevor ich einen Anwalt gesprochen habe, sage ich gar nichts. Und zu dem B sagt der Polizist im Zimmer B natürlich auch, dein Kumpel in Zimmer A gesteht gerade. Das ist so ein Standardtrick. Falls euch das mal passieren sollte, sagt, da möchte ich aber erstmal mit dem B oder dem A sprechen, ja, ob das wirklich so ist. Und dann merkt ihr an der Reaktion sofort, das geht nicht, das geht nicht. Ja, wieso? Ich möchte ja nur wissen, ob er gesteht. Ja, ja, wenn ich dir das sage, ist das so. Ne? Dann wisst ihr also, dass es nicht so ist. Also ganz klar. Okay. Ich hätte dann nur mit meinem Trollkostüm, wenn ich wissen will, welche Daten, also für Ermittlungs-, Erkenntnis-, Gewinnung in die Polizei schon gespeichert sind. Gehe ich da einfach zur Waffe und sage, ja. Das wisst ihr denn alles schon über mich? Ja, also das Bundesdatenschutzgesetz gilt überraschenderweise auch für Polizeibehörden. Und man kann also dieses berühmte Formular, ihr wisst den Namen, ich weiß, habe ihn vergessen, ZF5 oder Z5, einfach mal googeln, da hat Paragraph 34 Bundesdatenschutzgesetz. Dieses Formular kann man auch an jede Polizeidienststelle schicken. Und häufig ist es so, dass man erstmal keine Antwort bekommt, aber wenn man dann so ein bisschen nachhakt und ein bisschen drängeliger wird, kommt schon eine Antwort. Und das ist häufig, kann ich nur empfehlen, das einfach mal zu machen, weil das ist dann schon ganz interessant, was über einen teilweise gespeichert ist. Witzigerweise stehen in Polizeicomputern sehr häufig Dinge, die zum Beispiel im Vorstrafenregister, das Gerichten vorliegt, schon längst gelöscht sind. Ja, also ich habe das immer wieder, dass ich dann irgendwie so Sachen habe wie 1978 Doppelpunkt BTM-Missbrauch. Ja, also das ist dann 78, das ist jetzt fast 30 Jahre her oder sowas. Das ist schon ein dickes Ding. Ja, das wird halt einfach nicht gelöscht, aber das sind dieselben Ursachen, die wir vorhin angesprochen haben. So, ich komme jetzt mal zu den Trollen unter den Verteidigern. Da kann man natürlich immer fragen, wer sind Trolle unter Strafverteidigern? Also die wirklichen Trolle, die ich kenne, sind natürlich super cool. Ich habe sie vorhin erwähnt, so Urgesteine, ja, wie Rolf Bossi. Ne? Ich hatte mal die Freude, als er noch, sage ich mal, nicht altersbedingt, noch nicht so ein bisschen so, ich will jetzt nicht verklagt werden, also wo er so richtig einen guten Tag hatte, ja, und auch noch geistig, absolut klasse. Und das ist wirklich, also der Mann hat nicht umsonst, ist der bekannteste Strafverteidiger in Deutschland, weil er schon halt auch in seiner Vehemenz und seiner Energiegeladenheit eine tolle Erscheinung ist, auch da war er auch schon relativ alt, aber cooler Typ und er hat das wirklich, die Rolle des deutschen Strafverteidigers gut verändert und auch geprägt. Er wird vielleicht vielen nichts mehr sagen, aber er hat in den 60er Jahren Jürgen Bartsch verteidigt. Das war so ein, der war des Kindesmordes verdächtig, ist auch später verurteilt worden. Und Rolf Bossi hat es eben geschafft, dass sozusagen die Schuldfrage, also das ist nicht jeder, ist der schuldfähig, dass das mal wirklich sozusagen in das Blickfeld der Gerichte gerückt ist. Und er hat da wirklich großartige Arbeit geleistet und auch später immer wieder hervorragend verteidigt. Also ich will ihn nicht unter Troll einordnen, sondern als positiven Troll, ein Obertroll sozusagen, Vorbildtroll. Dann gibt es halt so andere Strafverteidiger, ich weiß nicht, wer schon die Freude hatte, welche außer mir kennenzulernen. Es ist halt eine völlig homogene, nicht inhomogene Gruppe von den unterschiedlichsten Naturellen. Also ich erinnere mich immer zum Beispiel gerne an einen Düsseldorfer Verteidiger, das war so das Klischee des Verteidigers bei uns in Düsseldorf, schon dadurch, dass er unglaublich großkotzig auftrat und immer 20.000 Mark damals noch in seiner Hemdtasche hatte. Also wo ich jetzt mein Mobiltelefon hatte, quollen bei dem die 1.000 D-Mark-Scheine raus. Ja? Und zur Begründung sagte er immer, also er stand dann auch in der Cafeteria, das war unglaublich, stand in der Cafeteria und ich habe kein Kleingeld, mal gucken. Und dann zählte er seine Tausender durch und irgendwo ganz am Ende hat er dann immer noch einen 10-Mark-Schein gehabt, um damit zu bezahlen. Aber alle haben immer so, oh, ne? Und er hat dann immer gesagt, er fühlt sich so nackt, aber ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er stand halt auch im Ruf, immer sehr schnell Kautionen stellen zu können. Ja, der war immer derjenige, der am schnellsten gefragt wurde, wenn es darum ging, zur Gerichtskasse zu flitzen und eine Kaution zu stellen. Hat er übrigens auch für Kollegen gemacht. Also wenn man dann irgendwie beim Ermittlungsrichter war und es ist ja ganz selten Kaution in der Bundesrepublik, aber hat er das immer sehr, sehr gerne gemacht und hat dann wirklich dann auch ausgeholfen. Ja, Jung, bring's mir morgen vorbei. Ne?
ist leider, ich kann das jetzt so sagen, ist leider verstorben, aber der war auch wirklich cool. Aber jetzt zu den richtigen Trollen. Als wirkliche Trolle unter Strafverteidigern finde ich Strafverteidiger, die sich Strafverteidiger nennen, aber gar keine sind. Und damit meine ich Anwälte, denen es aus welchen Gründen auch immer am nötigen Engagement in der Sache fehlt. Das hört sich jetzt etwas allgemein an, aber ihr werdet überrascht, wie viele Anwälte so als Strafverteidiger auftreten, die gar nicht das machen, was eigentlich die Aufgabe eines Strafverteidigers zum Beispiel vor Gericht ist, einen Beweisantrag stellen. Also ich kenne Strafverteidiger, den begegne ich immer wieder. Ich habe noch nie gesehen, dass die einen Beweisantrag gestellt haben. Oder dass die mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ein Gericht wegen Befangenheit ablehnen. Oder dass die mal auf die Idee kommen, dass man den Zeugen was fragen könnte. Ja? Obwohl natürlich das Gericht schon vorher alles gefragt hat, aber also sie sitzen dann da und fragen nicht. Da fragt man sich, oder ich frage mich dann, was bewegt die? Andere Sache ist, es gibt immer wieder, und gerade unter diesen Kreisen, Verteidiger, die ihren Mandanten erzählen, ja, ich habe Akteneinsicht bekommen. Und dann ist ja klar, dass der Mandant fragt, ja, kann ich da mal ein PDF von haben? Ja? Und die sagen dann, nö. Ja, obwohl die Rechtslage heutzutage ganz eindeutig so ist, dass der Strafverteidiger, vielleicht das auch als kleiner Tipp, wenn ihr mal in der Situation seid, dem Mandanten die Akte, die er von der Staatsanwaltschaft zur Einsicht bekommen hat, geben muss. Also ihr dürft die Akte sehen, das ist nicht verboten. Viele Verteidiger aus dieser Trollgruppe, die machen das nicht. Und das ist für mich ein ganz klarer Fall von dem Versuch, irgendwelches Herrschaftswissen zu bewahren. Ja, ich sage das jetzt mal irgendwie soziologisch. Einfach dem Mandanten sozusagen das Gefühl struktureller Unterlegenheit zu geben. Ja, nach dem Motto, ja, du brauchst das ja gar nicht zu wissen, du darfst das gar nicht zu wissen, was in der Akte drin steht. Ich kümmere mich um alles. Ja, das führt natürlich mittelbar auch dazu, dass der Mandant, wenn er die Akte nicht kennt, auch sehr schwierig entscheiden kann oder einsehen kann, ob der vielleicht was falsch gemacht hat, der Anwalt. Oder sagen wir es nicht falsch oder hätte was besser machen können. Also wenn jemand an einen Anwalt kommt, Strafverteidiger kommt, da ist das ein wirklicher Troll, wenn der euch sagt, nee, ich gebe dir die Akte nicht, brauchst du nicht. Ja, so nach dem Motto, wie beim Arzt, ne? Also das mit dem Krebs, das mache ich schon für Sie, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wie der Krebs heißt. Ne? Gucken Sie bloß in der Wikipedia nach und das macht Sie nur nervös und so, ich mache das alles für Sie, ne? Und ja, wie ist es dann, 3 Monate später ist der Betreffende tot oder hinter Gitter, ne, was wie auch immer. Aber was sind denn die Ursachen für solche Verteidiger? Und die regen mich eigentlich viel mehr auf als die anderen Verteidiger, zu denen ich nachher komme. Und die häufigste Ursache aus meiner Sicht ist diese von mir schon angesprochene örtliche Verbundenheit zum Gericht. Es gibt halt tatsächlich auch Verteidiger, die nach wie vor, also insbesondere solche, die halt vielleicht auch, das ist jetzt kein Pauschalurteil, aber es ist wirklich so, sonst Scheidungsrecht machen oder Mietrecht machen und dann halt auch mal sagen, wenn jemand mit einem strafrechtlichen Problem kommt, Gott, was kann da schon schief gehen, ne? Und die halt bei ihren Heimatgerichten sind. Und bei denen ist häufig die Erwägung, ach, da muss ich flauschig auftreten, ja? Weil ich kann es mir ja nicht mit meinen einheimischen Richtern und Staatsanwälten verderben, mit denen ich ja fast jeden Tag zu tun habe. Ja, vielleicht sitzen die auch jeden Tag da in der Kantine und man grüßt sich zumindest beim Kaffee trinken oder der vorsitzende Richter bittet einen schon mal, sitzen Sie sich doch zu uns, trinken Sie Ihr Käffchen hier bei uns. Ja, so läuft das nicht nur in der Provinz, sondern woanders auch. Und diese Kollegen, die sagen einem das auch, ja, wenn man so dann fragt, ja, bist du öfter hier? Und ja, ich mache eigentlich hier nur Hildesheim, ne? Und da kann ich nicht hier jetzt ihr Beweisantrag, das hat der Richter nie gehört, ne? Wenn ich da einen Beweisantrag stelle, da kann ich mich nicht mehr sehen lassen am Gericht, habe ich schon gehört. Und zwar nicht nur einmal. Da frage ich mich natürlich, ja, hätte er vielleicht weiter Mietverträge geprüft oder Ehescheidungen gemacht, weil das ist aus meiner Sicht, diese Lethargie ist aus meiner Sicht, ich sag's mal ganz offen, fast schon ein bisschen Parteiverrat, weil wenn ich nicht die Chuzpe habe, das zu tun im Rahmen meiner rechtlichen Möglichkeiten und meiner beruflichen Pflichten, das dem Mandanten weiterbringt, ja, sondern ich lasse es, weil ich mir davon keinen Ärger oder mir damit Ärger ersparen will, dann ist das wirklich trollig oder zumindest drollig, aber auf jeden Fall nicht vertretbar aus meiner Sicht. Solche Anwälte gibt es wirklich. Und diese grundsätzliche Einstellung, nur nicht anecken, da habe ich immer so Leute, also wenn man an Trolle denkt, habe ich immer so das Bild von Figuren im Auge, die sich gerne verstecken, wenn es ernst wird. Ja,
Und das ist natürlich, meine ich, eine ziemliche tödliche Berufskrankheit bei einem Strafverteidiger, weil ein Strafverteidiger muss eigentlich eher den Kopf nach oben heben und den Arm heben und einen Antrag stellen, wenn es ernst wird. Er muss zwar letztendlich nicht ins Gefängnis, aber er wird ja auch dafür bezahlt, dass er das tut. Und diese Anwälte empfinde ich persönlich schon nicht nur als Trolle, sondern auch gefährlich, weil sie einen natürlich vielleicht im Mietrecht 2000 Euro kosten können, aber im Strafrecht können sie euch halt vielleicht auch 2 Jahre Gefängnis kosten. Ja, und das sitzt ihr ab und nicht der Anwalt. Ne? Der trinkt weiter mit dem Richter Kaffee. Also das ist jetzt, Entschuldigung, es ist kein Pauschalurteil, aber es gibt solche Anwälte. Und die wirklich schlimmste Gruppe aus meiner Sicht, und das ist schon nicht mehr Troll, sondern es ist, finde ich, ich sag's mal ganz offen, aus meiner Sicht fast schon verachtenswert, das sind Verteidiger, die sich vom Gericht gerne als Pflichtverteidiger beiordnen lassen. Diese Möglichkeit, wisst ihr, besteht, wenn Angeschuldigte zum Beispiel vielleicht intellektuell sich, oder sie kümmern sich nicht darum, hat man häufig bei BTM-Abhängigen oder Leuten halt, die nicht so wahnsinnig intelligent sind, die sowieso sich um nichts in ihrem Leben kümmern, die haben zwar die Möglichkeit, dann vielleicht innerhalb einer Woche einen Pflichtverteidiger zu benennen, machen das aber nicht, weil sie sich eben, ist ihnen scheißegal, hört man öfter, und dann benennt das Gericht einen Verteidiger. Ja, dann geht das Recht, einen Pflichtverteidiger zu benennen, auf das Gericht über. Und es ist für euch wahrscheinlich nicht wahnsinnig überraschend, dass Richter logischerweise nicht gerade die Tendenz haben, engagierte Verteidiger zu berufen, mit denen sie auf jeden Fall ja mehr Arbeit haben. Das geschieht zwar auch manchmal, aber in der Praxis sind diese Geschichten, wo die Beschuldigten selber keinen Pflichtverteidiger benennen, eine Frage, wo Pfründe verteilt werden. Und da muss man leider sagen, kann jedem nur, der mal gefragt wird, ob er einen Pflichtverteidiger benennen will, raten, benennt irgendeinen und überlasst die Auswahl nicht den Gerichten, weil hier gibt es wirklich, ja bitte? Aber der kennt jetzt einen guten Strafverteidiger, wenn ich nicht ganz einfach zum Gericht muss, dann weiß ich ja auch gar nicht, wer richtig gut ist. Ich könnte das Gericht fragen, wen würde ich denn vorschlagen? Aber du weißt, jeder, der vom Gericht kommt, ist wahrscheinlich Lama. Ja, also Ich habe neulich mal mit Entsetzen geradezu kam ein Mandant zu mir und sagte, ja, ich habe die und die Sache und so, und ja, wie sagte, ja, ich bin da übrigens zu Ihnen gekommen, weil der Polizeihauptkommissar sowieso, der wollte mich vernehmen und hat dann gesagt, sagen Sie lieber nichts, gehen Sie mal lieber zu dem Rechtsanwalt Vetter, ne? Da habe ich im ersten Augenblick auch gedacht, oh Gott, ja, was hast du da falsch gemacht, ja, beim letzten Mal, dass der dich empfiehlt, ja, und ja, ist es so, und gut, da habe ich gesagt, gut, er hat ihm ja auch empfohlen, nichts zu sagen, also werde ich vielleicht nicht so viel falsch gemacht haben, sonst wäre es ja blöder gewesen, wenn er ihn erst hätte plaudern lassen und mich dann empfohlen hätte, so nach dem Motto, jetzt reiß mal den Karren wieder aus dem Dreck, aber das war fair, aber man hat das eben bei Gerichten wirklich, da, ich kann das nur nochmal wiederholen, da existiert wirtschaftliche Abhängigkeit, und wenn ein Richter zum Beispiel dir oder Ihnen einen Anwalt empfiehlt, dann kann ich dem nur zustimmen, dann wäre ich skeptisch. Ja, es sei denn, der Richter sagt, den ernenne ich nie als Pflichtverteidiger und der hat mich irgendwie schon mal, weiß ich nicht, damals, als ich noch selber jung war, hat der mich mal unheimlich gut rausgehauen, sonst wäre ich heute kein Richter oder sowas. Wenn es denn stimmt, ist okay. Aber normalerweise wird das eben schon so aus einer gewissen Klüngelei gemacht. Und das wirkt sich natürlich auf die Qualität der Verteidigung aus. Also wenn ich doch weiß, dass ich künftig auch weiter Aufträge von so einem Richter will, als örtlicher Anwalt, dann werde ich ja im Zweifel, und das lehrt auch die Erfahrung, wenn ihr mit solchen Pflichtverteidigern in der Sitzung drin sitzt, die vom Gericht ernannt worden sind, die kommen halt immer als allerletzte auf die Idee, mal einen Beweisantrag zu stellen, vor allem einen, der vielleicht die Verhandlung verzögert, aber möglicherweise dem Angeschuldigten hilft. Ja, das macht Arbeit, und kein Richter, ja, so engagiert er ist, ja, will noch einen Tag dranhängen oder zwei, weil der Verteidiger jetzt hier irgendwelche Zeugen noch aus dem Hut gezaubert hat. Also an meinem Heimatgericht gab es sogar mal den Fall, das zog sich über viele Jahre hin, deswegen ist das ein offenes Geheimnis, zwischen einem etwas älteren Strafrichter und einer sehr jungen Anwältin, ja, die offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis miteinander pflegten. Und seitdem dieses Verhältnis da irgendwie so ein bisschen offensichtlich geworden ist, also in der Gerichtskantine und ständig rein und raus aus dem Büro, ja, man hat ja die Flure da im Blick, seitdem dass dieses Verhältnis so sich offensichtlich etwas intensiviert hatte, kriegte kein anderer Düsseldorfer Verteidiger mehr von diesem
Richter irgendeine Pflichtverteidigung, außer dieser jungen Anwältin. Ne? Und das ist schon ganz interessant gewesen, weil natürlich schon, es mag Liebe gewesen sein oder was auch immer, aber der Altersunterschied war schon beträchtlich. Und was dann alle nachdenklich gestimmt hat, die wurden nie wieder zusammengesehen, nachdem der Richter in Rente gegangen ist. Ja, da war es vorbei, ne? Weil dann konnte er keine Pflichtverteidigermandate mehr vergeben. Also was da gelaufen ist, ist immer noch Gegenstand großer Diskussion. Aber das ist natürlich für ein Mandatsverhältnis zum Beispiel mit dieser Anwältin jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn ich das erfahre, finde ich das besonders toll. Ja, natürlich war das alles nicht offiziell. Ich würde jetzt auch nicht groß da jetzt meine Hand ins Feuer legen, dass alle Details richtig sind, aber es ist halt wirklich so. Wie wäre es denn dann in diesem Fall, wenn man sowas erfahren würde, dass da eine Affäre besteht, kann man dann irgendwie was daran ändern? Da kann man dann sagen, das finde ich nicht fair, so einen Pflichtverteidiger zu haben. Ja, ich glaube, das hat sogar mal jemand versucht, aber das scheiterte dann daran, dass das halt auch offiziell dann alles abgestritten wurde. Ja, da ist also völlig, stimmt alles nicht, ja. Also jeder weiß es, aber es stimmt halt nicht. Aber ich wollte nur so Beispiele nennen, wie das dann wirklich läuft. Das ist dann also schon eine merkwürdige Form der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Also nicht umsonst werden solche Anwälte, die ich mal unter die Kategorie der negativen Trolle einordnen würde, auch Verurteilungsbegleiter genannt. Ja, das finde ich einen sehr schönen Begriff. Trifft es etwas besser als Pflichtverteidiger, weil von Verteidigen kann ja meistens nicht die Rede sein. Ja, bitte. Gibt es keine Möglichkeit, solche Anwälte effektiv daran zu hindern? Nein, natürlich nicht, weil das System ja vom Gesetz so vorgesehen ist. Ich meine, jeder Beschuldigte ist natürlich in Anführungsstrichen selber schuld, wenn er dann nicht von seiner Möglichkeit Gebrauch macht, einen Anwalt auszuwählen. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Jeder Beschuldigte hat immer erstmal das Recht, das machen die Gerichte auch, die fragen den, möchtest du einen Anwalt benennen? Aber viele Leute kümmern sich halt nicht darum, sodass mit Richtern spreche ich ja durchaus auch mal so, und Strafrichter sagen halt, die Quote der Pflichtverteidiger, die wir benennen, liegt bei 20-30%. Also die können durchaus viele Mandate vergeben. Das sind jetzt zwar keine Sachen, die jetzt wahnsinnig lukrativ sind, aber viele Anwälte leben davon. Ja? Okay, aber um Anwalt benennen und Anwalt sich leisten können, sind auch zwei Paar Stiefel. Die meisten haben ja vielleicht gar kein Geld dafür. Ja, aber benennen bedeutet ja auch, dass er als Pflichtverteidiger erstmal beigeordnet wird und vorläufig vom Staat bezahlt wird. Also du hast natürlich immer das Recht, wenn du zum Beispiel jetzt so einen Pflichtverteidiger aufs Auge gedrückt bekommen hast, mit dem du nicht klarkommst, dann zu sagen, okay, dann wähle ich mir noch bis zu 3 andere Anwälte. Also man kann ja bis zu 3 Wahlverteidiger haben, ja. Und das ist übrigens eine Folge aus den RAF-Prozessen. Damals hatten die versucht, so mit 7, 8 Wahlverteidigern aufzulaufen. Und da hat der Staat immer gesagt, nein, man kann nur 3 Anwälte pro Verfahren haben. Aber das hat mit Pflichtverteidigung nicht so viel zu tun. Aber nur vielleicht noch eine kleine Legende auszuräumen. Wenn man verurteilt wird, muss man die Kosten des Pflichtverteidigers, die der von der Staatskasse vorgeschreckt bekommen hat, dann auch wieder bezahlen. Ja? Also Pflichtverteidigung bedeutet in Deutschland, erstaunlicherweise wissen das nicht viele, nicht, dass der Anwalt umsonst ist. Sondern ihr kriegt dann später, wenn ihr verurteilt werdet, eine Rechnung vom Gericht und müsst dann die Kohle bezahlen. Wenn ihr doch was habt, dann. So, ja. Die Frage, wenn man jetzt einen eigenen Verteidiger benennen möchte, hat man dann eine Zeitspanne oder muss man das sofort sagen? Ja, da fordert, also natürlich kannst du das von dir aus machen und kannst sagen, oh, ich bin jetzt hier gerade in Untersuchungshaft gekommen, ich möchte gerne den Anwalt sowieso oder die Anwältin sowieso als Pflichtverteidigerin haben, aber das Gericht muss dir auch immer noch einen Brief schicken und dich fragen, ob du jemanden möchtest. Und da steht dann immer drin, sie müssen innerhalb von einer Woche nach Eingang des Schreibens bei ihnen Stellung nehmen. So, da die Zeit schon fortgeschritten ist, jetzt mal sozusagen zum Gegenpol, das waren jetzt die inaktiven Trolle. Und es gibt natürlich auch noch die anderen Trolle, das sind eigentlich meine Lieblingstrolle, das sind die sogenannten sogenannten Konfliktverteidiger. Das sind Anwälte, die den Kampf ums Recht, ja, der berühmte Verteidiger Hans Daas hat das mal so gesagt, wir machen den Kampf ums Recht, die verwechseln den mit einem Schlachtfeld, auf dem es am Ende des Tages nur Tote geben darf. Aber sie nicht natürlich. Also, das ist so, Konfliktverteidigung bedeutet, je nach intellektuellem Vermögen und finanzieller Ausstattung treten diese Konfliktverteidiger sozusagen als Panzerbataillon oder als Guerillakämpfer auf. Ja, das ist wirklich so. Da verwandelt sich der Gerichtssaal in ein Schlachtfeld.
Und den, egal ob sie Guerillakrieger sind oder Panzerbataillon, die haben immer folgende Sachen. Ja, jeder Prozess muss mit einem Befangenheitsantrag beginnen, und zwar gegenüber dem Gericht und dem Staatsanwalt. Es gibt also keinen Prozess, wo man nicht irgendeinen Grund herziehen kann, ohne, das Gericht nicht als befangen abzulehnen. Ich habe kein Problem mit Befangenheitsanträgen. Ich denke aber nur, man sollte Befangenheitsanträge stellen, wenn man Gründe dafür hat. Konfliktverteidiger stellen immer Befangenheitsanträge, weil der Richter irgendwie sie schief angeguckt hat oder weil sie gehört haben, dass er CDU wählt oder so, wahnsinnig wichtig. Keine Ahnung. Habe ich alles schon gewesen. Ja? So, und dann kommt's. Kein theoretisch denkbarer Geschehensablauf ist fernliegend genug, um nicht den zum Gegenstand eines Beweisantrags zu machen. Ja? In Prozessen mit politischem Hintergrund gehört das heute zum guten Ton für solche Anwaltstrolle immer dazu, die Vernehmung von Angela Merkel, Dieter Bohlen und Jogi Löw zu verlangen. Ja? Weil die können ja bestätigen, dass unser Staat korrupt ist und kaputt geht. Ja? Was das dann mit dem konkreten Verfahren zu tun hat, weiß keiner, aber der Antrag wird gestellt. Ich hab mal jemanden verteidigt, der hat eine ziemlich große, sag ich mal, kostenlose Downloadbasis kostenpflichtig im Internet gehabt. Das ist 6-7 Jahre her. Und da waren auch andere Beschuldigte mit drin. Und da war es dann eben so, konnte man schwierig abstreiten, dass er das gemacht hat und auch ziemlich reich damit geworden ist. Also so Kino-TO nur mit MP3s, also die Vorläufer von der ganzen Geschichte. Und ein Kollege, der dann also da auch wirklich als Pflichtverteidiger für einen anderen Angeklagten auftrat, der hat dann zum Beispiel beantragt, ich find's heute noch gut, Shakira, Madonna und Eminem als Zeugen zu laden, zum Beweis für die Tatsache, dass die überhaupt kein Problem damit haben, wenn ihre neuesten Alben kostenlos runtergeladen werden können. Ja? Sind leider nicht gekommen, ja, aber ich meine, ja, wir hätten uns die gerne mal angehört, im wahrsten Sinne des Wortes, aber war irgendwie nix. Was? Die wurden dann wirklich eingeladen? Nee. Aber auch der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass das Gericht es richtig gemacht hat. Also sagt er, das wäre doch etwas fernliegend, dass man von denen jetzt weiterführende Auskünfte hätte erwarten können. Wäre aber schön natürlich für die Presse gewesen, ja? Ist es nicht so, dass bei Zeugen Verdienstausfall übernommen werden muss? Also spricht der Mandant... Ja. Natürlich, klar. Wenn du verurteilt wirst, hättest du dann halt die Anreise von diesen drei Topstars. Aber die Person hat nicht nur wegen Shakira, Eminem und Madonna da zum Bundesgerichtshof geklagt, oder? Ja, aber sie hat auch gerügt, dass dem Beweisantrag nicht nachgegangen worden ist. Also ich hätte das nicht gemacht, aber das ist eben Konfliktverteidigung. Und jetzt muss ich gleich zum Schluss kommen. Das jetzt noch, Konfliktverteidiger zeichnen sich auch aus, da sage ich mal ganz offen, auch durch regelmäßig extrem schlechtes Benehmen, ja. Konfliktverteidigung ist also so, dass man permanent versucht, den Richter und das Gericht zur Weißglut zu bringen. Und wenn die dann mal explodieren, dann gibt's direkt einen Befangenheitsantrag. So nach dem Motto, der Verteidiger hat sich ungefähr dahingehend geäußert, das System ist korrupt, die Bullen sind alle Schweine, das Gericht ist ein Erfüllungsgehilfe des Kapitals. Und darauf erklärte der Richter, sie haben doch einen Vogel. Und das muss die Verteidigung nicht hinnehmen. Ne? Also so läuft das dann. Und also man ist nicht unbedingt toll, am Bundesgerichtshof Richter zu sein, wenn man sowas lesen muss. Ja, natürlich sind die Grenzen zwischen Konfliktverteidigung und seriöser Verteidigung fließend. Manchmal ist das natürlich ein diskutabler Weg. Das will ich gar nicht abstreiten, insbesondere dann, wenn man eben wirklich die Aussicht hat, das Gericht zu zermürben, ja, durch endlose Verhandlungstage. Allerdings ist das nicht mehr ganz so toll, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren gewesen ist, weil die Gerichte sich auf solche Trolle, ich mache auch ab und zu mal Konfliktverteidigung, aber nur, wenn das Gericht mich provoziert. Also wenn ich merke, da ist wirklich alle Tür zugeschlagen, dann werde ich auch schon mal nicht laut und unfreundlich, aber dann werde ich schon auch ungemütlich in dem Sinne, dass ich dann auch sage, dann ärgere ich jetzt mal zurück. Ja, nur das Problem ist, die Gerichte sind damit nicht nur überfordert, die haben sich also irgendwie eine unheimlich harte Schale angelegt. Ich bin gerade in einem Großverfahren in Koblenz tätig, 26 Angeklagte, 52 Anwälte, der größte Strafprozess, glaube ich, der entweder in Koblenz oder in Deutschland überhaupt jemals stattgefunden hat, also mit den meisten Angeklagten. Und das ist so ein Viertel sind so eine Mischung aus Konflikt- und Krawallverteidiger. Unter den Kollegen kommen mit dem persönlich gut klar, schöne Grüße, aber
Das Gericht dort negiert das alles. Das Gericht dort hat die Ruhe weg, ja, die nehmen alles zur Kenntnis und versuchen aber dann auch nickelig zurückzuschlagen. Ja, das führt dann jetzt dazu, dass wir so einen Kleinkrieg auskämpfen darüber, ob ein Verteidiger zwei Notebooks in Gebrauch haben darf. Ja, die meinen, das Gericht meint, es darf nur einen haben. Oder das Rederecht der Verteidiger wird beschränkt. Zum Beispiel, dass man sagt, nein, Herr Verteidiger, Sie dürfen nicht einfach was dazwischen sagen. Sie müssen sich erst melden, wie in der Schule. Und dann nimmt der Richter Sie dran. Und dann sagt er, ja, ich habe das gesehen. Und dann kriegen Sie irgendwann später das Wort. Ja, das ist natürlich kein Kommunikationsstil von beiden Seiten und normalerweise sollte das eigentlich besser laufen. Das Gericht hat damit nicht immer Erfolg, aber es hält eben jetzt wirklich stoisch entgegen. Und das Problem ist, wenn Konfliktverteidigung, das muss man sehen, wenn ihr euch zum Beispiel überlegen solltet, zu einem Konfliktverteidiger zu gehen, den ich jetzt als hyperaktive Troll meine unsere kleine Kategorie einordnen würde, das ist zwar super toll, das ist auch eine klasse Show im Gericht, die Presse findet das auch cool, ja. Der 17. Befangenheitsantrag am 3. Verhandlungstag, ja. Nur, wenn das Gericht so stoisch ist und sich nicht zermürben lässt, ja, dann verrate ich euch jetzt mal wenig überraschend, wer es am Ende ausbadet, nämlich der Angeklagte, ja. Weil der kriegt dann nämlich mal kurz anderthalb Jahre mehr oder zwei oder drei, ja. Und das sagt das Gericht natürlich nicht. Aber das ist dann einfach zu spüren, ja. Jetzt wird zurückgeschlagen und zwar im Urteil. Deswegen muss man sich sehr genau darauf vorsichtig sein, ob man da jetzt wirklich Konfliktverteidigung wählt, weil das eben nach hinten los kann, zumindest im Ergebnis. Um vielleicht mal zu sagen, wie ich es handhabe. Also wie gesagt, ich kann auch Konfliktverteidigung, mache es aber nur dann, wenn ich wirklich keinen anderen Ausweg sehe. Ich sag, mein Motto ist eigentlich immer hart in der Sache, aber freundlich im Ton. Ja, also ich streite mich mit Gerichten gerne, aber halt nur in der Sache. Also ich habe so, glaube ich, hoffe ich nicht ein bisschen so den Ruf, dass ich mich nicht aufrege. Ne? Das regt unheimlich viele Richter auf. Ja, wer da so sitzt oder ganz freundlich so zuhört und dann das alles sozusagen von sich abprallen lässt und dann sagt, ja, ich nehme das mal zur Kenntnis, das sind wertvolle Anregungen, aber in der Sache stelle ich jetzt mal diesen und jenen Antrag. Ne? Also Beschimpfungen an sich abperlen lassen, ja, da kann ich auch sagen, da hat meine Mitgliedschaft in der Piratenpartei mir sehr weitergeholfen. Ja? Das ist da sozusagen berufliche Fortbildung, ja, da habe ich da lernt man erst, was aggressive Debatten wirklich ausmacht. Und also insofern geht das. Und zum Abschluss möchte ich euch noch Folgendes sagen. Wenn ihr mal jetzt euch entscheiden müsst, welche Arten von Trollen ihr als Verteidiger vielleicht beauftragt, ja gut, Trolle sind's immer, da stimme ich den Einladern zu. Strafverteidigung ist, das lehrt mich jetzt meine fast 20-jährige Erfahrung, zu 80% nichts, was mit Paragraphen zu tun hat. Ja, viele denken ja immer, wir sitzen da hinter Büchern und wälzen große Rechtsprobleme. Die allermeisten Fälle stellen keine großen juristischen Probleme, haben kleine juristische Probleme, aber nichts, was man mit einigem Nachdenken lösen könnte, sondern die äußeren Bedingungen stehen ja häufig fest. Ja, es steht fest, der hat das und das gemacht oder fragt nur, wie wird er bestraft? Und das ist das Entscheidende. Es ist nämlich 80% nicht Paragraphen, sondern 80% Psychologie. Einfach deswegen, weil den Gerichten dann, wenn jemand was gemacht hat, und in den allermeisten Fällen geht es bei uns nicht wie bei Petrocelli um Freispruch oder Verurteilung, sondern es steht halt, die Beweise liegen auf dem Tisch, ja, und man weiß, da ist was gelaufen, die Frage ist, wie ist das rechtlich einzuordnen, und da hat das Gericht ein unglaublich weites Ermessen, ja, also ich nehme jetzt mal ein simples Beispiel, Diebstahl, ja, der erwähnte Deo-Stick aus dem DM-Markt, ja, der ist kein Deo-Stick, sondern irgendwie ein teures Parfüm, über 50 Euro teuer, keine geringwertige Sache, theoretischer Strafrahmen, Geldstrafe bis zu 3 oder 5 Jahren, je nachdem, wie man das einordnet. Da hat das Gericht den Spielraum. Und wenn ich euch das sage, ist doch klar, wo man vielleicht den Akzent setzen muss, nämlich, dass man guckt, dass das Gericht diesen Spielraum zugunsten des Angeklagten ausnutzt. Und natürlich gibt es Regeln dafür, an der Hand deren Gerichte wissen, wie man ungefähr so eine Strafe festlegt. Aber bei diesem Parfüm wäre das eben so, wenn er nicht vorbestraft ist, dass das Gericht durchaus entscheiden kann zwischen Geldstrafe und vielleicht eine kleine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Häufig ist auch das Problem immer,
Ihr wisst das vielleicht, die Bewährung kriegt man immer nur bis zu einer Strafe von maximal 2 Jahren. Ab 2 Jahren und einem Tag Freiheitsstrafe muss man in den Knast. Das kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Also das sind so Grenzlinien, ja, die kann man irgendwie reißen oder man kann sie auch nicht reißen. Und wenn man eben sieht, dass es häufig Psychologie ist, sage ich für mich und habe da eigentlich ganz gute Erfolge immer, vielleicht sollte man auch manchmal gucken, dass das Gericht nicht das Gefühl hat, dass es an die Wand geredet wird und dass man das Gericht hasst, sondern dass man eben auch dem Gericht dokumentiert, okay, wir wissen, da ist was gelaufen und dass man, ich sag's jetzt mal ganz salopp, vielleicht mal den Trick versucht, ein bisschen schön Wetter zu machen. Ja, das fängt an in der Kommunikationskultur und das fängt an vielleicht auch in der Kooperationsbereitschaft, dass man eben das sachliche Gespräch sucht, also wie ich schon sagte, freundlich im Ton, aber hart in der Sache und dass man dem Gericht nicht das Gefühl gibt, dass es irgendwie für ein Schweinesystem arbeitet oder so. Selbst wenn man das denken sollte, was ich nicht tue, bringt das ja nichts, weil das Gericht wird ja sowieso das Urteil fällen. Ja, warum soll ich da jetzt irgendwelche Gesellschaftskritik anbringen? Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, dass man dann wirklich zu guten Ergebnissen kommen kann, wenn das Gericht eben dann gut gelaunt ist, ja, und dann milde ist. Ne? Das ist natürlich immer so ein gewisses Wabank-Spiel. Ich bin da neulich auch mal reingefallen. Stimmung im Gerichtssaal war toll. Das Urteil fiel trotzdem 1 Jahr höher aus, als ich erhofft hatte. Aber damit muss man dann eben leben. Also das ist so ein bisschen mein Rezept, wobei ich natürlich für mich nicht sagen will, dass ich da nicht auch manchmal irgendwie trolle. Jetzt das so als Schlusswort. Ich kriege schon so hektische Zeichen. Die Zeit ist vorbei. Und vielleicht hat noch jemand eine Frage oder zwei, das können wir noch machen und dann übergebe ich das Wort dem Nächsten. Bitte. Ja, jetzt hast du hier verschiedene Dinge als Trolling bezeichnet. Ja. Einmal die Lethargie, ja. Einmal die Hyperaktivität. Ja. Und dann konnte ich vielleicht noch ein bisschen raushören, auch so das Honig um den Mund schmieren kann man vielleicht. Aber ich denke, mit der Lethargie und der Hyperaktivität habe ich so ein bisschen ein Problem, das als Trolling anzusehen. Ich, ja. Weil, ja, ich meine, das ja am Ende auch zu nichts führt, außer vielleicht zu lustiger Presse oder so, aber die mich interessiert, welche Techniken des Trollings denn wirksam sein können für einen Strafverteidiger. Ja, ich habe es ja angesprochen, also Konfliktverteidigung ist ja der klassische Fall des Trollens, das kennt man ja sonst nur aus sozialen Netzwerken oder so, ne? Also sich sozusagen aus der sicheren Warte, ne? Ihr könnt mir ja nichts, ein Strafverteidiger kann ja nicht eingesperrt werden vom Gericht oder aus dem Saal entfernt werden, gibt ja keine Ordnungsmittel gegen Verteidiger, dann schieße ich mal so aus allen Rohren, halt nicht anonym, aber aus der Position der Sicherheit, ja? Und wenn du Konfliktverteidigung schon mal erlebt hast, dann ist das eine Form des Trollens, ja? Weil alle anderen im Gerichtssaal, die das nicht jetzt wahnsinnig toll überzeugen finden, einschließlich der Mandanten meistens, die fallen hinten über, ja, die sagen, was ist denn da los, ja, und also das ist ein klassischer Fall des Trollens, da würde ich, ja, habe ich ja geschildert, ja, die gegenüber dem Gericht wird häufig, Zermürbungstaktik, aber ich habe es ja erwähnt, es wird immer schwieriger, ich sehe ja Konfliktverteidiger öfter, das durchzuziehen, weil die Gerichte sich ja darauf einstellen. Konfliktverteidigung ist kein altes Rezept, das ist erst so 20 Jahre alt ungefähr. Früher haben sich Anwälte sowas doch nicht getraut, ja, das Gericht zu beschimpfen. So, jetzt machen wir letzte Frage, weil sonst kriege ich Ärger mit der Orga. Eine? Wer will noch? Keiner? Du? Kriege ich eine Karte? Ja, ich guck mal, ob ich welche dabei habe. Das war aber nicht der Sinn des Vortrags. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Veranstaltung. Ich muss leider wieder gleich fahren, weil ich morgen viel Arbeit vor mir habe. Bis dann, danke, tschüss. Applaus